Ja, willkommen zurück zu Modul 4. Hier soll es darum gehen, dass wir uns unsere Zahlen anschauen, dass wir unsere Zahlen auswerten, dass wir hier unseren Wertebereich mit Leben füllen. Denn alles, was wir hier hinzufügen, ergänzt letztlich unsere Auswertung. Und so können wir das sichtbar machen, was uns tatsächlich interessiert, beziehungsweise die Überblicke verschaffen, die unsere Datenquelle hergibt. Selbstverständlich können wir auch diesen Bereich dafür verwenden, um Prognosen zu erstellen, Analysen zu machen oder einfach Szenarien darstellen, die passieren können, wenn sich bestimmte Werte verändern. Zum Beispiel, wie verändern sich unsere Lohnkosten, wenn ein neuer Mitarbeiter eingestellt wird oder wenn die Gewerkschaft eine bestimmte Gehaltsanpassung fordert und die dann ab dem kommenden 1. zum Tragen kommt. Wie wirkt sich das generell aus? Teambezogen, abteilungsbezogen, filialbezogen? Was benötigen wir, um das wieder zu kompensieren? Und. Ja, da wir jetzt hier unser Blatt schon ziemlich gefüllt haben, würde ich einfach die Quelldatenbank nochmal umwandeln. Das heißt, ich wechsle nochmal in das Tabellenblatt Rohdaten, über das Register einfügen, klicke auf den Button Pivot Table und wandle die Datenbank hier mit OK noch einmal um. Das Tabellenblatt, das werde ich Auswertung 3 nennen und so haben wir alles zusammen. Okay, also hier haben wir unsere Tabelle und wir verwenden als Zeilenbeschriftungsfelder die Abteilung und das Team, damit wir hier die Gruppen schon mal vordefinieren und holen uns das Gehalt dazu. So. Wir haben es ja schon ein paar Mal gesehen. Bei Werten wird automatisch die Summe verwendet. Und wir möchten aber jetzt nicht nur die Summe des Gehaltes wissen, sondern wir möchten auch wissen, wie viele Gehälter zahlen wir, zugeordnet auf die Teams oder Abteilungen, wie hoch ist der Mittelwert, also der Durchschnitt und so weiter und so fort. Das heißt, es sind viele Zahlen hier relevant und deswegen ermöglicht uns der Wertebereich, das Feld mehrfach umzuwandeln. Deshalb ziehe ich das Gehalt hier nochmal darunter und sehe jetzt Summe von Gehalt und Summe von Gehalt 2. Die 2 wird deshalb dort ergänzt, weil es eben zweimal verwendet wurde, ziehe ich das jetzt nochmal dazu, wird es Summe von Gehalt 3 und so weiter und so fort, weil derselbe Name kann nicht mehrfach verwendet werden. Davon lassen wir uns aber nicht durcheinander bringen, es ist einfach nur das Feld erneut dazugekommen. Wenn wir das jetzt neu auswerten möchten, also beispielsweise das Durchschnittsgehalt anzeigen wollen, dann klicken wir in einen Bereich der hinzugefügten Spalte. Ich klicke jetzt hier einfach mal die 57.000 Euro an und wechseln in das Register Optionen in den Pivot Table Tools und da gibt es die Gruppe Berechnungen, die sich zwischen den Gruppen Aktionen und Tools befindet. Die Gruppe Berechnungen, die wird sonst normalerweise komplett dargestellt, aber je nach Bildschirmgröße werden Menüpunkte zusammengefasst. In meinem Fall jetzt in den Button Berechnungen. Wenn ich da draufklicke, werden mir die 3 Funktionen, die in dieser Gruppe zur Verfügung stehen, hier angezeigt. Also ich wechsle in der Gruppe Berechnungen auf Werte zusammenfassen nach. Wenn ich jetzt hier draufklicke, erhalte ich die wichtigsten Funktionen. Summe hat ein Häkchen, deswegen steht ja auch links Summe von Gehalt 2, das ist unser Standardwert. Und hier kann ich zum Beispiel Anzahl, Mittelwert, Max ist der größte Wert, Min ist der kleinste Wert, Produkt ist die Multiplikation. Das kann ich hier alles anwählen und wenn ich jetzt den Durchschnitt benötige, verwende ich die Funktion Mittelwert. Und schon kann ich hier mir den Mittelwert erstellen lassen. Wähle ich noch einmal ein neues Gehalt, ich ziehe das noch einmal da unten dazu, klicke ich in den Bereich hinein, wähle Werte zusammenfassen nach und zwar Anzahl. Und schon habe ich alle 3 wichtigen Werte zusammengefasst auf einem Blatt. Das entspricht in etwa der Anzeige, die wir im vorherigen Modul kennengelernt haben über die Feldeinstellungen. Also da waren sie eben nur untereinander aufgeführt. Hier können wir sie in gesonderten Spalten nebeneinander darstellen. Ich werde das Gehalt jetzt nochmal dazu ziehen. Ich schiebe das mal ein bisschen höher, dass ich mehr Platz habe. Also einfach das Gehalt nach unten ziehen, hineinklicken, in der Gruppe Berechnungen, Werte anzeigen als. Das ist das Symbol mit dem Prozentzeichen. Und hier kann man noch weitere Auswerteoptionen wählen, zum Beispiel Prozent der Gesamtsumme. Das ist also die prozentuale Auswertung. Wenn man das hier auswählt, erhält man die Summe von Gehalt
als Prozent ausgedrückt. Das heißt, diese 57.196 Euro entsprechen 10,4% von unserem Gesamtergebnis. Wichtig ist, wenn ich jetzt in diesem Feld bleibe und ändere das Wertezusammenfassen nach, sprich zum Beispiel die Anzahl, dann verändert sich logischerweise auch mein prozentualer Wert, weil die 13 Gehälter 8,61% entsprechen von der Gesamtanzahl der Gehälter, also hier den 151. Das heißt, die prozentualen Auswertungen, die sind abhängig von der Zusammenfassung, von der Kumulierung der Werte, Mittelwert, Anzahl, Summe etc. Und deswegen hängen diese beiden Button unmittelbar zusammen. Wählen Sie am besten immer erst die Art der Zusammenfassung, also was es sein soll, und hernach, ob es eventuell auch im Prozent dargestellt werden soll oder eben nicht. Hier in diesem Bereich sehen wir noch weitere Optionen. Hier gibt es zum Beispiel auch Prozent von. Ich wähle das mal aus. Dann erhalte ich ein Zusatzfenster, ein Hilfsfenster, welches mir die Möglichkeit gibt, entsprechend die 100% festzulegen. Und wenn ich mir das jetzt mal hier so anschaue, es gibt also ein Basisfeld, also dort, wo die 100% definiert werden oder was als 100% gilt. Und da nehmen wir jetzt einfach mal Abteilung. Und als Basiselement gibt es hier verschiedene Möglichkeiten, vorheriger, nächster und so weiter. Man kann aber auch explizit ein Feld hier oder ein Wertfeld auswählen. Ich nehme hier mal die allgemeine Verwaltung. Das heißt, wir stellen die Kosten der allgemeinen Verwaltung auf 100%. Wenn ich das jetzt mit OK bestätige, dann sieht man hier, dass die Ausgangsbasis 100% ist. Diese Teams ja, sind Bestandteil der allgemeinen Verwaltung, deswegen können die auch zugeordnet werden. Bei den unteren Bereichen ist es so, dass natürlich die Abteilungen prozentual ausgewertet werden, als Basis eben die 100%. Hier sieht man beispielsweise, dass bei der Forschung und Entwicklung 79.933 Euro aufgewendet werden. Das sind also 30% mehr als in der allgemeinen Verwaltung. Und da diese Teams hier nicht Bestandteil der allgemeinen Verwaltung sind, steht hier diese Meldung NV, heißt nicht vorhanden. Und man könnte die zum Beispiel jetzt so ausblenden, dass man das Team zum Beispiel einfach wegnimmt. Dann habe ich die Verteilung sofort sichtbar, aufs Wesentliche reduziert. Oder alternativ, Sie blenden die aus über die Minus-Button oder hier oben im aktiven Feld, indem Sie einfach alle gleichzeitig ausblenden und können dann hier auch die Verteilung sofort anzeigen. Also da ist man wirklich flexibel, was die Auswertung angeht. Ich klicke einfach nochmal da drauf. Übrigens wird natürlich die Anzahl zugrunde gelegt, nicht die Summe. Also hierum geht es letztlich, weil wir hatten natürlich Anzahl auch ausgewählt und das erkennt man eben zum einen an der Beschriftung, zum anderen auch nochmal hier an diesem Feld, was hier ausgewählt wurde. Wenn ich das jetzt auf Summe switche, damit es zu meinem Beispiel passt, ist die Verteilung hier so korrekt. Okay, also hier gibt es tatsächlich dann noch mehrere Variationen. Es gibt beispielsweise auch etwas Differenz von. Also wenn ich das mal auswähle und von derselben Basis jetzt hier ausgehe, sieht das Ganze dann so aus. Das heißt, die allgemeine Verwaltung steht wieder als 100% dort. Für die Abteilung Einkauf werden 46.665 Euro weniger gezahlt. Im Vergleich zur Produktion, da haben wir einen deutlichen Mehrbetrag, den wir dafür aufwenden. Ist aber auch logisch, weil wir haben ja auch mehr Gehälter hier zu zahlen. Auch können wir hier natürlich wieder auf einen anderen Wert Bezug nehmen. Also wenn Sie das auf die Anzahl wieder switchen, dann sähe das entsprechend so aus. Das Ganze lässt sich auch in Prozent ausdrücken. Das heißt, wenn ich nochmal Werte anzeigen als auswähle, finden Sie hier Prozent Differenz von, also direkt darunter. Und hier schlägt er mir wieder die Abteilung vor. Dadurch, dass ich vorher hier in dieses Feld reingeklickt habe, also Produktion, hatte das jetzt auch automatisch als Basiselement ausgewählt. Das heißt, wenn ich das nicht möchte, einfach tatsächlich hier darauf achten, wieder das richtige Basiselement auszuwählen, mit OK zu bestätigen und dann habe ich den ganzen Wert an sich jetzt in Prozent dargestellt. Das Ganze switchen wir nochmal in die Summe, also über Berechnungen, Werte zusammenfassen nach, Summe.
Über diesen Weg lassen sich also perfekt bestimmte Ausgangswerte definieren und die Entwicklung der daraus folgenden Elemente oder neu zukommende Elemente automatisch hier auswerten. Also allein dieser Bereich ist sehr umfänglich und da kann man richtig viel mitmachen. Wer das Menüband nicht so gerne benutzen möchte, sondern lieber in der Feldliste bleibt, kann auch Folgendes tun. Wir haben jetzt hier das Gehalt vierfach ausgewertet und die Felder sind auch hier sofort sichtbar. Wenn ich jetzt auf das untere, also auf unsere Prozentauswertung, hier einfach mit der linken Maustaste mal draufklicke, ein Klick reicht, bekommen Sie ein Kontextmenü hier angezeigt und man sieht sofort, dass Wertfeldeinstellungen als unterste Schaltfläche hier verfügbar ist. Das ist sozusagen dasselbe Menü. Wenn ich hier draufklicke, erhalte ich ein Zusatzfenster. Zum einen kann ich auch, wie bei unseren Feldeinstellungen für die Zeilen, hier den Namen direkt definieren und umwandeln. Es geht eben nicht das Wort Gehalt. Ich muss hier entscheiden, was ich hier eintragen möchte. Ich nehme jetzt einfach mal prozentualer Anteil und kann hier entsprechend erstmal auswählen, wie das Feld zusammengefasst werden soll. Ich bleibe mal bei Summe, das hatten wir eben ja auch ausgewählt. Und über Werte anzeigen als, das ist eben der zweite Button. Hier ist dieser ganze Bereich sichtbar, den wir auch oben im Menüband auswählen konnten. Über dieses Dropdown-Menü schaffe ich mir die Möglichkeit, diese Berechnungsvorgänge anzuwählen. Also wenn ich unsere Ausgangsbasis wiederherstelle, prozentual vom Gesamtergebnis, kann ich hier direkt das zweite auswählen und dann sieht man auch sofort, dass der Rest hier unten grau wird. Also hier unten wird immer angezeigt, Basisfeld, Basiselement, das was eben dieses kleine Zusatzfenster angeboten hat, das findet man dann hier unten dargestellt. Und wenn es nicht benötigt wird, ist es grau, kann also nicht angewählt werden. Ich betätige den Button OK. Und schon wird das hier sichtbar, die komplette Änderung. Was wir hier noch zusätzlich haben, ist die Möglichkeit, die Zahlen direkt zu formatieren. Dafür nehme ich jetzt nicht unbedingt den prozentualen Anteil, der steht ja schon im Prozent da, also das sieht schon sehr gut aus. Ich nehme jetzt einfach mal unseren Mittelwert. Den Mittelwert wähle ich auch hier unten an, einmal geklickt, über die Wertfeldeinstellungen in die Einstellungsoptionen hier weitergeleitet. Ich nenne das Ganze mal Durchschnittsgehalt. Moment, Durchschnittsgehalt. So, da haben wir es. Mittelwert passt schon, das hatten wir vorhin ausgewählt. Und hier unten finden Sie noch einen Button, der Zahlenformat heißt. Wenn man hier draufklickt, wird man in das Menü oder in das Fenster vielmehr Zellen formatieren gelotst. Man sieht auch, dass die restlichen Reiter fehlen, also nur das Menü Zahlen wird hier freigegeben. Und hier kann ich letztlich definieren, wie unsere Zelle formatiert werden soll. Also wenn wir gerne eine Währung hätten, dann können wir das sofort hier auswählen, mit OK bestätigen, nochmal OK bestätigen und dann haben wir hier automatisch die Werte, die Durchschnittsgehälter in Euro dargestellt. Der Vorteil ist gegenüber der manuellen Formatierung, wenn später Werte ergänzt werden, also hinzukommen oder bearbeitet werden oder gelöscht werden, kann es sein, das, vor allen Dingen bei hinzugefügten Werten passiert das öfter, dass die Formatierung nicht übernommen wird, wenn man vorher die Bereiche markiert hat und übers Startregister formatiert hat. Deswegen, auch wenn es vielleicht 2-3 Schritte mehr bedeutet, würde ich das generell festlegen, weil wenn es in den Wertfeldeinstellungen definiert wurde, kann kommen, was will, es ist immer dasselbe Format hier hinterlegt. Es sei denn, das Feld wird entfernt und wieder hinzugefügt. Dann erhalten Sie automatisch wieder den Standardwert, also Summe von Gehalt 2 in diesem Fall, und Sie können mit der Auswertung neu starten. Denn hier ist es sehr, sehr schwierig, sich diese Einstellung zu merken, in Anführungszeichen von Excel zu merken, denn die Auswertung kann so unterschiedlich sein. Es kommt ja immer darauf an, wir haben jetzt allein viermal das Gehalt eben umgewandelt. Woher soll Excel wissen, welche Einstellung jetzt hier gemeint ist? Deswegen verwirft er die kompletten Einstellungen und Sie müssen sie dann im Nachgang nochmal neu definieren. Also nochmal, einmal draufklicken, Wertfeldeinstellungen, Mittelwert, Durchschnittsgehalt, Zahlenformat, Währung, Okay. Und schon sind die Änderungen sofort sichtbar. Gleiches bei Summe von Gehalt, wenn wir da die Eurozeichen ergänzen möchten. Summe von Gehalt, Klick,
Wertfeldeinstellungen. Hier können wir Gehälter eintragen. Summe ist ja korrekt. Zahlenformat, Währung, okay, okay. Und schon haben wir es. Bei der Anzahl genauso, wobei im Grunde genommen, es sind ja schon Zahlen ohne Nachkommastellen, also das passt im Grunde genommen. Aber den Begriff oben können wir noch verändern. Da können wir zum Beispiel noch schreiben, einfach nur Anzahl. Und wenn man mag, kann man natürlich hier das Ganze auch zentrieren. Das könnte man aber auch hier über diesen Weg einfach gestalten. Zentriert auswählen. Ja, nehmen wir die Anzahl auch dazu. Das sieht schöner aus. Und dann haben wir das Ganze so zusammengefasst. Das heißt, das ist jetzt die Bearbeitung nochmal direkt über die Feldliste hier. Und ich denke, egal welche Option Sie jetzt verwenden, ob Sie jetzt über diese Gruppe hier gehen oder über die Wertfeldeinstellungen, es ist vollkommen egal. Es führt zum selben Ziel. Also finden Sie den Weg, der Ihnen am liebsten ist. Ergänzend dazu, wenn wir nicht in einem Wertebereich den Cursor stellen, sondern zum Beispiel hier vorne in diesem Bereich, in dem Beschriftungsbereich und klicken dann hier in die Gruppe Berechnungen, wird sofort sichtbar, dass Werte zusammenfassen nach und auch Werte anzeigen als grau hinterlegt ist. Excel erkennt also automatisch, dass wir nicht einen Wert wandeln wollen, sondern dass wir in einem Feld, in einem Zeilenbeschriftungsfeld positioniert sind. Und aus diesem Grund kann ich hier logischerweise auch nichts auswählen. Also wenn Sie das planen, also wenn Sie etwas durchführen wollen, etwas neu umwandeln möchten, in diesem Fall wirklich erst vorher in diesen Bereich klicken, den es betrifft, und dann kann man mit der Berechnung loslegen.